meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Die Pinkbox ist bei mir heute angekommen und möchte euch gern zeigen. Deswegen schnappt den Kaffee, ein Glas Wein, wie auch immer, je nachdem, wann du das Video schaust. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Schon länger verfolgt. Ihr wisst, wie wir anfangen. Wenn du neu bei mir bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, es geht um diese schöne Schätzchen, die Pinkbox. Die Pinkbox ist eine Abo-Beauty-Box, die du entweder flexibel 17,95 Euro, 6-monatige Abo kostet 13,95 Euro und 12-Monats-Abo 13,45 Euro. Ich muss da mal ein bisschen schauen, weil die haben die Preise ein bisschen geändert. Aber du hast sozusagen mindestens 5 Produkte und ich meine, sie versprechen sogar einen Wert von 135 Euro diesen Monat, bin mir jetzt nicht sicher. Ich liebe die Pinkbox mittlerweile, sie hat sich echt zum Positiven gemausert und möchte sie eigentlich tatsächlich nicht mehr missen. Die Pinkbox hat ab und zu auch ein anderes Design. Ich werde jetzt diese mal ein bisschen sammeln wieder. Weil wenn wir irgendwann mal unsere Schränke wieder komplett haben, dann brauche ich wieder Boxen. Und dann finde ich, wenn die Boxen gleich aussehen, das mag ich einfach gerne. So, wir haben ein wunderschönes Klebi, nämlich ein Herz. Ein oder andere möchte nämlich tatsächlich den ersten Blick sehen. Rasche, rasche, rasche. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist der erste Blick. Und der verspricht noch nicht zu viel. Wir haben ein QR-Code. Und zwar heißt das Ready for Fresh Up. Und ich weiß, es gibt schon einige Videos, aber vielleicht hat der eine oder andere Lust, mit mir das gemeinsam zu unboxen. Und dann schauen wir mal. Hey Sweetheart, bereit für ein Fresh Up der Extraklasse? Mit unserer neuen Pinkbox gelingt dir der perfekte Start in den Tag. Freue dich auf Produkte, die Gesicht, Körper und Geist verwöhnen, deine Haut auch in der kalten Jahreszeit nicht den Stich lassen und dir direkt am Morgen einen wachen Blick schenken. Muss dir jetzt gerade ein bisschen schauen, weil ich habe hier eigentlich nebenan so einen Metalleimer stehen und da ist ein Korb drin und in dem Korb ist immer Holz. Das Holz ist jetzt weg, aber die Katze ist drin. Wahnsinn. So, nimm dir Zeit für dich, mach nur Dinge, die dir gut tun und become a better you. Okay, also grundsätzlich gut mit diesem QR-Code. Ich nehme aber mein Handy auf, also schon wieder Scheibenkleister. Egal, wir haben auf jeden Fall jede Menge Rogierpapier drin. Dann wurschte ich mir jetzt einfach mal die Sachen raus. Die Dinge, die sozusagen nicht bei mir bleiben, die gehen dann an euch meistens in Verlosungen. Und ich meine, es laufen auch noch Verlosungen. Und jetzt sind dann, wie gesagt, immer so Kuschelpapier drin. Das schmeiße ich dann eigentlich immer in den Ofen bei uns. Und aber ich sehe schon richtig tolle Sachen. Das erste Produkt ist eine Cola von Red Bull. Ja, gut. Eine Cola. Finde ich aber nicht schlimm, weil man liebt diese Cola-Sorte. Deswegen werde ich die ihm heute eisgekühlt hinstellen. Ich glaube, da wird er sich freuen. Und ja, auf jeden Fall erstes Produkt. Kann auch sein, dass das ein Goodie ist. Wie gesagt, ich kann es euch jetzt nicht sagen. Dann haben wir eine Körperlotion. Yay! Ihr wisst, ich bin nicht so der Körperlotion-Fan. Obwohl mich die tatsächlich echt ansprechen würde von der Verpackung. Ich lasse es momentan noch zu, weil ich öffne nicht gerne Produkte, die dann weitergehen, weil wir haben nämlich auch hier immer so ein Verfallsdatum. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das auf sein darf. Steht da jetzt auf Anhieb nicht. Also das Problem ist, es gibt wirklich Produkte, die dürfen nur nach Öffnung 3 Monate haltbar. Deswegen lasse ich es zu. Aber optisch finde ich die echt ansprechend. Gefällt mir richtig gut. Nächstes Produkt würde mich auch ansprechen. Und zwar ein Shampoo Glanz mit und Effekt mit geretteten Kaffeeöl und Olivenblätter. Nice, nice. Also finde ich richtig gut. Die Flasche fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, ist so durchsichtig gelb. Auf jeden Fall Shampoos habe ich eine Zeit lang tatsächlich wenig über die Boxen gehabt. Deswegen bin ich froh, dass mittlerweile wieder mehr Shampoos drin sind. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne probieren. Ich lege mehr Wert auf Pflegeprodukte, die ich hinterher habe, was weiß ich, eine Spülung, ein Conditioner, eine Kur. Deswegen, wenn die Shampoos manchmal nicht so dolle sind, ist das jetzt nicht so schlimm. Was aber
echt gut war, das hatte ich tatsächlich schon. Und zwar von Shams ein Hydro Skin Booster Serum. Das hatte ich schon mal. Das hat mir echt gut gefallen. Da wiederhole ich mich auch. Da habe ich am Anfang echt gesagt, das ist aber teuer und das wenig drin. Aber das reicht sehr lange. Ich habe allerdings momentan ein Serum von Skin Natur. Da gibt es sogar einen Rabattcode Heike10. Das geht mal an euch. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Fand es immer gut, dass es in den Boxen drin war. Aber testet das mal. Ich habe bei DM gesehen, dass die oft runtersetzen. Also mir hat das ganz gut gefallen. So, dann haben wir, das ist nicht so meins, und zwar ein Enzym-Peeling-Pulver, sofortige Reinigung. Das musst du dann wahrscheinlich so anrühren. Ich mag diese Anrührgeschichte nicht so gern. Das ist, finde ich, nervig. Ich bin eher so Team Tube. Drücken, benutzen, runter den Schmodder, wenn ich erst irgendwas anrühren muss, das mag ich nicht so gerne. Was steht denn da drin? In angefeuchtete Hände mit Wasser aufbereiten. Ja, grundsätzlich zum Probieren nicht schlecht, aber das wird mal weitergehen. Das ist nicht so meins, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Nächste Produkt finde ich sehr süß. Und zwar, was haben wir denn hier? Das sind wahrscheinlich Gummibärchen. Ja, sowas mag ich gern. Die sind wahrscheinlich wieder so gesunde Gummibärchen. Ja, was steht denn da? Vegan. Ist alles immer so klein geschrieben. Ja, keine Ahnung. Wenn ich da nochmal was finde mit dem QR-Code, dann schreibe ich es euch nochmal hin. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann kommen wir tatsächlich zum letzten Produkt. Und zwar eine Augencreme von Hello Body. Oh, das finde ich schön. Ich brauche tatsächlich keine Augencreme, weil ich Biovolin benutze und bin da sehr zufrieden. Aber optisch, müsst ihr doch sagen, echt nicht schlecht. Und die wird bestimmt um die 30 Euro kosten. Finde ich echt gut. Was sage ich zu der Box? Wir haben ein Shampoo, wir haben Bodylotion, wir haben ein Serum, wir haben was für die Augen. Was zum Naschi, was wahrscheinlich von innen wirkt, was zum Trinken. Ja, ich finde sie jetzt nicht schlecht, reißt mich zwar jetzt nicht vom Hocker, aber ich finde sie tatsächlich gut, muss ich sagen. Mir gefällt sie, bin zufrieden und mehr braucht sie eigentlich nicht. Schreibt mir doch mal, was euer Highlight-Produkt wäre. Meins ist tatsächlich das von Hello Body, die Augencreme. Ob sie bei mir bleibt, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden und das ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen wundervollen Abend, bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns zu einer nächsten MeTime wiedersehen. Bis dahin bleibt mir schön gesund. Alles Liebe, eure Heike.